Let's play Pokémon Dusk Chronicles, Klaus. Im letzten Part haben wir Dereks Wohnung betreten, weil er scheinbar zu spät zum Dienst angetreten ist. Jetzt schauen wir mal, wie es ihm geht. Und natürlich auch wieder mit Gast dabei, mit dem lieben Caleb. Grüß dich, mein Lieber. Moini, Leutis. Caleb ist schon ein Urgestein in Pokémon Dusk und Pokémon Zombie-Universum so allgemein. Caleb hat sogar eine Rolle in dem Spiel, aber das wird erst im späteren Part ersichtbar sein, beziehungsweise hörbar sein. Und ja, ich würde sagen, wir legen los, oder? Soll ich durch die Tür gehen? Ist alles schon. Ja. Okay, Stuart. Derek? Deine Schicht hat begonnen. Das gibt eine Abmahnung. Alles gut bei dir? Ach du Scheiße! Du bist einer von ihnen! Lauf! Weg hier! Diese Tür bleibt zu. Ah, die kannst du reden. Hey Klaus, was ist denn los? Was los ist? Die ganze Stadt ist verrückt geworden. Geht's dir gut? Nee. Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich muss mit dem Chef reden. Okay, er ist immer noch da. Gut. Was du auch machst, bitte lass die Tür verschlossen. Okay. Sind die Unruhen in der Stadt so schlimm? Mehr als das. Jetzt kriegt es aber mit der Angst zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich habe noch, ich glaube, im zweiten, dritten Part gesprochen, dass Derek und der Polizeichef so vom Verhalten her so ein bisschen angelehnt sind von ein paar ehemaligen Arbeitskollegen. Und das mit dieser zu spät kommen Uhr, was ich gerade so jetzt im Kopf hatte, das hat mich auch an die Zeit erinnert bei dieser Firma. Das kann ich immer so erzählen, aber ich weiß nicht, Caleb, hast du schon mal in einer Firma gearbeitet mit so einer Stechuhr, wo du dich einstechen musstest, so am Eingang? Oh, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, mal. Also, wo du so einen Chip hattest oder eine Karte oder sowas in der Richtung. Sagen wir so, ich war da nicht lange beschäftigt. Ich war da auch nicht lange beschäftigt. Aber da war wirklich tatsächlich so eine Uhr, so eine Stechuhr, die musste man mit dem Chip abstechen. Und wenn du halt um 8.01 Uhr gekommen bist, dann hat es so gezählt, als hättest du erst um 8.15 Uhr begonnen. Das fand ich voll den ultra harten Beschiss. Und wenn du um 7.58 Uhr gekommen bist, dann hat es so gezählt, als wärst du um 8 Uhr gekommen. Irgendwie war das ganz komisch. Ja, Viertelstunde getaktet. Ja, war halt so richtig kacke halt einfach. Ja. Naja. Betrug. So, Chef! Chef! Was gibt's? Kann sie Derek finden? Er ist einer von ihnen. Was meinen Sie, einer von Ihnen? Was reden Sie da? Derek, er ist wie die Leute im Zug gestern. Hören Sie zu. Diese Menschen haben nichts mehr im Sinn, außer ihre Steuererklärung zu machen. Wunderbar. Sie fressen und fressen Fleisch von anderen. Das hat mir der Junge von gestern auch berichtet. Aber wer kann alles infiziert werden? Nur bestimmte Personengruppen? Infiziert werden können. Wir haben ja auch Pokémon draußen gesehen, also Menschen und Pokémon. Ich bin ja übrigens ein ultra krasser Fan von Phoenix Wright Ace Attorney. Ich weiß nicht, ob du davon Fan bist, Caleb. Ja, ne? Ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Ah, schade, ey. Es gibt ja diese Collection, ne, auf PlayStation für 30, 40 Euro, wo drei Spiele drin sind oder noch mehr. Also ich würde es mir auf jeden Fall gönnen. Das ist richtig geil, vor allem. Ja, nicht mal für die Switch.
Ja, gibt's auch. Ja, gut, gibt's auch. Aber gibt's auch mittlerweile für die PlayStation. Also, da gibt's halt noch Trophäen, ne? Die will ich halt collecten. Aber ich bin halt ultra der Fan von dieser Spielserie. Das ist halt leider aber auch gesagt eine krasse Nische, das Game. Deswegen wurden auch spätere Teile gar nicht mehr ins Deutsch übersetzt. Und trotzdem habe ich es mir trotzdem immer gekauft. So gab es ja dann im Store auf Englisch und so. Und ich war immer super. Ich war immer echt froh, als neuer Teil erschien. Es hat mir richtig, hat mich richtig gefangen. Ich bin gar nicht so der. Ich glaube eher, dass halt die Zielgruppe da relativ begrenzt ist, weil der Spielumfang ja recht kompakt ist. Weil hier halt diese Fälle lösen, das ist ja an sehr spezifische Gegebenheiten. Ja. Obwohl es auch von Capcom ist, also die haben ja eigentlich die Reichweite, so, ne? Aber trotzdem, super geile Spiele und ich fand halt immer dieses System so, so Schlussfolgern oder Widersprüche aufdecken, fand ich immer halt richtig geil. Deswegen habe ich das auch hier so ein Stück weit eingebaut. Und ich dachte mir so, wenn man schon einen Polizisten spielt, dann muss da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Abwechslung sein, ein bisschen andere Mechaniken. Ja. Phoenix Wright, geile Game-Serie, zieht's euch rein. Ich habe infizierte Menschen und Pokémon gesehen. Geschlecht und Alter haben dabei keine Rolle gespielt. Auch Pokémon? Aber warum sind diese Menschen am Pokémon so? Warum jetzt Derek? Warum wurde Derek? Die Infektion überträgt sich durch. Durch was überträgt sie sich? Das können wir leider nicht behandeln. Zu viel TikTok. Infektion durch Biss. Soweit wir wissen, ne? Infektion überträgt sich durch Bisse. Und Derek wurde gestern gebissen. Heilige Scheiße. Das deckt sich mit dem, was der Zeuge von gestern aussagte. Was wir jetzt tun müssen, ist, wir beruhigen sie. Einsperren. Ja! Ja! Uns bleibt keine andere Möglichkeit, als sie zu töten. Scheiße. Ist das Ihr Ernst? Ich möchte ja. Ich schätze die Situation als Ausnahmezustand ein. Wir müssen agieren. Aggressiv. Chef? Tun wir es. Wir rufen den Notstand aus. Jeder tut, was er kann, um zu überleben. Wir halten selbstverständlich die Hand drüber. Klaus, ich muss Sie dringend bitten, die Lage draußen zu prüfen. Ja. Gehen Sie nach draußen und erledigen Sie jedes Subjekt, das Ihnen verdächtig erscheint. Wenden Sie Waffengewalt an. Sehr gerne. Ich werde derweil nochmal die Waffenkammer durchsuchen. Ich glaube, auf das, was kommt, müssen wir vorbereitet sein. Ich werde Miranda fragen, ob sie mir hilft. Sie muss schließlich erfahren, was hier vorliegt. Sicher, komme. Ich wieder. Übrigens, ich hatte mal wirklich hier mit dem Gedanken gespielt. Ich weiß nicht, du weißt, bei den Livestreams ist immer so ein bisschen mehr so passiv, weil du dich ja nicht spoilern lassen wolltest. Ja. Aber ich wollte wirklich so in diesen Zeit, ab diesem Punkt Klaus eine neue Waffe geben. Ich wollte ihm so eine Schrotflinte oder sowas geben. Die halt mehr Damage ballert. Aber wie hätte man das halt, ne, so storytechnisch dann wieder gerade gebogen? Allein dieser scheiß Schlagstock ist einfach schon problematisch gewesen. Ja, ein bisschen schwierig. Deswegen, das hat mich tatsächlich daran gehindert, das dann doch zu lassen, weil an sich ist die Technik ja schon da gewesen. Also ich sage ja immer so, wenn man die Pokémon, also an die Spiele zurückdenkt, wo man Pokémon gesteuert hat, hat man ja Flammen, also Glut gehabt oder Flammenwurf zum Beispiel. Ne? Das eine ist halt ein bisschen stärker, das Flammenwurf. Und eigentlich wäre es kein Ding gewesen, das auch nochmal, sag ich mal, so umzumodeln, dass man eine Schrotflinte hat, die halt mehr Damage macht. Problem ist halt auch wieder, die Pistole macht ja schon richtig viel Schaden. Das heißt, man müsste auch wieder die Schrotflinte extrem begrenzen. Naja, aber dann hättest du auch separate Munition einfügen müssen und ich glaube, das wäre da ein bisschen mit Munition an sich ein bisschen
ja, zu viel gewesen. Mein Gedanke spontan wäre jetzt gewesen, eine Pistole zu nehmen, die halt mehr als nur einen Schuss, weil wenn du dich erinnerst, glaube ich, mir fällt halt leider nur Resident Evil 4 ein, die eine, die halt drei Kugeln auf einmal verballert. Mathilda. Genau. Ja. Ja. Dass du so substituieren kannst, könntest. Ja. Keine. Ja, und deswegen auf jeden Fall habe ich dann den Gedanken mit dieser Schrotflinte einfach wieder verworfen. Es tut mir leid, dass es leider konnte, der einfach hinten runtergefallen ist. Passiert, ja, ne? Ich sag mal, für ein extra Kapitel, ein bisschen anspruchsvoller wäre, ne? Mhm. Könnte man eine stärkere Pistole in Erwägung ziehen. Wink. Ja. Ja. Hätte, hätte. Hey, Klaus. Hält mal jemand auf? Was passiert denn hier? Der Chef wird es dir gleich erklären. Was soll die Geheimniskrämerei? Gehen wir mal raus. So, jetzt sind wir endlich mal in Dukatia City. Ich hatte tatsächlich auch vor, dass man viel öfter in der Stadt herumläuft, aber das hatte sich halt auch irgendwie nicht ergeben. Stattdessen hat man, wie gesagt, andere Gebiete. Uah! Wow! Wie sollte man den denn ausweichen? Ja. Oh! Wie kamst du eigentlich mit dem Kampfsystem zurecht? Ja, also ich habe da schon ein bisschen probiert. Nicht so anstrengend, aber tatsächlich den Chill-Modus, sag ich mal. Ich glaube, abseits dessen, wo man ihn benutzen musste, habe ich, glaube ich, sogar darauf verzichtet. Den Rage-Modus zu benutzen? Ja. Okay. Straßen sind jetzt wieder sauber. Ich wollte zurück zur Polizeistation. Oder vielleicht auch nicht. Und es gibt noch ein bisschen was zu entdecken. Für keine Ahnung. Der Radioturm hat kein Licht mehr, ich bleibe lieber draußen. Ja, das sowieso. Aber man kann tatsächlich was betreten. Also wie gesagt, ist halt alles so super sparsam gemacht. Aber man kann tatsächlich hier rein. Sonic Underground. Ich habe noch Wichtiges zu tun. Ich habe noch was Wichtiges zu erledigen. Vielleicht schaue ich später nochmal vorbei. Es gibt hier etwas zu holen. Ein Cosmopolitan-Magazin. Wenn hier ein Magazin liegt, heißt das wohl, dass die Person, die hier arbeitet, eine Pistole hat. Nach der ganzen Sache müssen wir hier die Läden mal inspizieren. Dass hier schwarz gearbeitet wird, ist eine Sache, aber illegaler Waffenbesitz, puh. Da arbeiten noch der alte Mann. Das sind die Brüder, wo Ja, Friseure. Aber unter den Brüdern war doch auch ein alter Typ, der die ganzen Kräuter verkauft. Ja. Jetzt kann man da implizieren, dass das Ganze so illegale Kräuter waren. Du weißt, was ich meine. Wir wissen alle, er hat einen grünen Daumen. Ja. Das Leben sieht ein bisschen kacke aus. Ich glaube, das Niedrigste, auf das ich hier runterkam, war ein. Echt? Ich wollte es mal drauf anlegen. Einmal wollte ich den Game-Over-Screen sehen, wie sich halt das Profilbild verändert. So, die ja. Ambulanz haben ausprobiert haben, ne? Ja, klar. Sieht auch schön aus, ne, der Game-Over-Screen. So mal so sagen. Ja. Sehr gut gelungen, sehr gut gelungen. Die Situation draußen hört sich sehr beunruhigend an. Das tut sie. Und das ist sie. Papier, dann kann hier nichts passieren. Okay. Wie sieht's aus? Infizierte erledigt, Chef. Das wird eine lange Dokumentations- und Rechtfertigungswelle. Aber wenn Staatsorgane fragen, müssen wir durchgreifen. Klar. Wie gehen wir weiter vor? Nun, für die restlichen Bewohner müssen wir einen Fluchtweg finden. Flüchten? Über den Steineichenwald? Oder Route 35? Offensichtlich. Benutzen Sie Ihren Verstand.
mein Verstand redet die ganze Zeit mit mir, also wird das ein bisschen schwierig. Schauen uns an, ob wir über die Gleise gehen können. Die wenigsten würden darauf kommen, über diesen Weg zu flüchten. Ergo keine Massenpanik. Ja, das konnte ich noch aufkratzen. Yeah, 2 Magazine. Yeah, mehr Money. Ich werde mitgehen. Sag mir Bescheid, wenn Sie bereit sind zu gehen. Wir schließen die Polizeistation ab. Alles. Ja. Okay. 2 Schmerzmittel, 2 Verbände, 4 Magazine. Huh. Da war ich echt sparsam. Sind Sie bereit aufzubrechen? Ich bin bereit. Bin bereit, gehen wir. Stimmt. Ja, das Wald-Kapitel war ja auch so ein Ethan-Kapitel. Im Remaster. Könnte diese Scheiße überhaupt passieren? Und was ist das? Eine Art Tollwut? Ob diese Scheiße überhaupt heilbar ist? Keine Ahnung, Chef. Hm. Wenn es nötig ist, müssen wir weiterhin scharfe Munition verwenden. Auch wenn es geschätzte Kollegen treffen sollte. Schießen finden wir gut, nicht? Wenig später. Oh, hier ist wohl Ende. Da geht's so steil runter. Das schaffen meine Knie nicht. Jeder Sportlehrer ever hat immer irgendeine Knieverletzung. Immer kommen Sportlehrer und sagen, die waren früher echt sportlich, bis sie eine Knieverletzung hatten. Doch dann kam das Alter und alles änderte sich. Ja. Ich kann da runtergehen und nachschauen. Das befürworte ich. Verfolgen Sie eine längere Zeit die Gleise. Wenn Sie nicht mehr falsch den Widerstand stoßen, dann kommen Sie zurück und sagen Bescheid. Alles klar. Viel Glück. Ich hoffe, dort ist ein sicherer Weg, Ausweg. Ja. Das war hier, da wo ich jetzt rumlaufe, da waren ganz viele Zombies in Pokémon Dusk, aber das spielt halt erst später. Hier sind noch keine so viele Zombies, das heißt, ich kann da relativ frei rumbewegen. Ich habe halt mir gedacht, warum, also das war so ein Gedanke, was sollte ich nehmen, damit das Spiel halt noch so ein bisschen mehr Content oder Länge hat, weil es ist halt ein bisschen blöd jetzt irgendwie, ja, so Maps komplett zu recyceln, ne? Also dieser komplette Gleispart. Deswegen dachte ich, komm, dann nimm mir doch einfach diesen Part, wo man als Ethan nicht hinkommt. Das heißt, alles da zwischendurch habe ich ja jetzt einfach geskippt. Ne, also ich laufe jetzt einfach mal durch. Wo auch zum Beispiel das Haus steht und dieses Büsersamen-Idyll und sowas. Und habe dann gedacht, komm, dann nehme ich einfach etwas, was zwar bekannt ist, aber ich mache es mal komplett neu. Also hier alles, was danach hier kommt rechts, ist auch komplett neu für, extra für Klaus gemacht. Und ja. Das war mir wichtig, dass wieder neue Sachen wieder verfügbar sind, statt, wie gesagt, alles zu recyceln. Oh, das sollte nicht sein. Oh, shit. Hier muss ich irgendwas machen, damit man blockiert wird. Nein! Das darf nicht sein. Es muss immer gesendet sein hier. Weißt du? Caleb. Lampig gearbeitet. Ja. Hast du das noch irgendwo? Ich glaube nicht. Naja, kann man aber easy fixen. Jo. Gut, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich würde jetzt eigentlich das nächste, ja, sag ich mal, Kapitel erst beim nächsten Part starten. Caleb, jetzt ist deine Stunde gekommen. Ich lasse den Gästen immer noch mal gern am Schluss irgendwas sagen. Also, wenn du jemanden grüßen willst oder Werbung machen willst oder irgendwas zum Spiel sagen willst oder sonst was, dann ist jetzt deine Stunde, mein Lieber. Ich danke dir vor allem für die Arbeit an den ganzen Spielen. Es war irgendwie immer eine Freude, mit dabei zu sein und dabei zuzusehen und mitzuwirken. Grüße gehen an alle raus, die zugucken und an die Community. Ja, yeah, geil. Dankeschön. Ja, dankeschön, dass du dabei warst, lieber Caleb. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.